Okay, das war... meine Runenleserin. Und das habe ich gemeint, jetzt kann ich neue Warp spinnen. So. Wir haben etwas Ruhe, also können wir ja alles kaputt machen. So. Sollte nur eine Dekade oder so dauern, bis mich das Ding aus diesem verseuchten Höhenloch holt. Ja, anstatt dass es einfach mal durchgeht. So, jetzt sind eigentlich alle Türen offen. So, der Rundprophetin mal mehr Leben geben, damit gerade die nicht so schnell krepiert. So, jetzt muss der Turm weg, bevor der uns zu sehr festnagelt. So, alles tot. Gut. Gibt es Befehle? So, wir können mal ein bisschen mehr Beweglichkeit raushauen. Und dann erstmal die Gargbots weg. Bevor wir uns dann um den Mech da unten kümmern. Also das Problem ist, die Teleporter hier können wir nicht kaputt machen. Wir können uns aber von hier aus jederzeit zu unserem großen Port zurückziehen. So, jetzt muss der Mech weg. Was eine Weile dauern könnte. Oh, da tut der Mech gerade meine Phantomlords lähmen. Okay, neue Phantomlords. Das ist das Problem, was ich gemeint habe. Wir haben gerade keine Phantomlords mehr und da sind die Gargbots.
So. Das war der Gargbot. Wir beleben Rohan wieder. Und weiter geht's. Ihr sollt nicht im Nahkampf auf ihn losgehen. Ihr sollt im Nahkampf auf ihn losgehen. Da hat er jetzt sein Schutzschild hochgefahren und verliert dadurch Energie. Du kannst ruhig hier runterkommen und auf ihn ballern. Achso, er portet die Leute weg, stimmt. Ja, ja. Einen Psy-Sturm erhalten, yay. Kein Level up, das kommt vielleicht im Nachhinein. Way, infiltrieren. Aber die Waffe ist cool. Oh, Erfahrung. Ja, das ist gut für unseren Runenlaser, den ich ja nie mitziehe, weil ich lieber den Phantomlord habe. Wir können die Planeten wieder absuchen, aber der Exterminatus ist unterwegs. Wir müssen vorher Kyras finden. Wir haben bestenfalls ein paar Tage Zeit. Sein Geist ist geschützt, verborgen vor meinem Blick. Und sobald sein Opfer vollbracht ist, haben wir keine Chance, gegen seine Macht anzukommen. Und ich kann ihn in so kurzer Zeit nicht durch einen ganzen Subsektor verfolgen. Kyras ist nur ein Mensch. Seine Strategie ist vorhersehbar. Er kann den Sektor nicht verlassen, also versteckt er sich. Wegen des bevorstehenden Feuers wird er sich dort verstecken, wo der Exterminatus vor langer Zeit schon gewesen ist. Der tote Planet, Cyrene. Ja, darüber bin ich jetzt auch mal gespannt, die Elder-Mission. Aber jetzt erst einmal... Das kann nur von Kalev benutzt werden, dann kriegt sie den auch mal gleich. Rohan kriegt... nicht Rohan. Veldoran kriegt das für das Level Up. Packen wir das auch mal gleich mit rein. So. Veldoran kann sich zusätzlich... Wenn er nicht eingesetzt wird... Ja, das ist gut. Wäre besser, ein besserer Phantom Lord Champion. Und für dich... Machen wir es so. Gut. Warpwurf. Warpwurf. Ach so, Feinde, die anvisierte Richtung werfen. Na, das kannst du ruhig mal haben. So, optionaler Einsatz hier. Für Banshees. Optionaler Einsatz hier für Ilumzars. Ich würde aber erst das hier machen. Durch die Untersuchung dieser Übertragung kann vielleicht wertvolle Ausrüstung gefunden werden. Statusmeldung. Ladedorf, Hexer. Ursprünglich festgesetzte Quarantäne. 3,5 Jahrhunderte. Quarantäne-Status. Beendet. Ladungsstil. Sicherheitsstufe Primarus. Wertstufe Primarus. Energiestufe Primarus.
Prozess innerhalb Arbeitsantrieb, Ladungstransport in Betrieb. Bra. Durchbruch im externen Ladedock. Präsenz von Xenon bestätigt. Ladung sofort umladen. Ja. Dann gucken wir mal. Durch Xenos erkannt. Operationen eingestellt, bis Feinde ausgelöscht sind. Halte an. Gibt es neue Befehle? Ich bin bereit für alles. Oh, der Arbeitsantrieb ist in dem Fall auch wieder ein ziemlich verhunzte, eine ziemlich verhunzte Chimäre. So, ich kenne ja die Problematik von dieser Mission hier. Infiltration durch feindliche Xenos erkannt. Verteidigungen beeinträchtigt. Da sind die Xenos. Ah, oh, sogar wieder Jeans-Stealer. Euer Aspektstein. Ihr werdet mit den Dingern zugebombt hier, wie bis zum geht nicht mehr, und benutzt trotzdem immer noch immer einen und denselben Aspektstein. So. Dann da alles einsacken. Infiltration durch feindliche Xenos erkannt. Verteidigungen beeinträchtigt. Eine gegnerische Einheit. Ich will in Erfahrung bringen, was möglich ist. Ich werde angegriffen. So. Achso, ja. So geht das auch. Phantom-Druiden bitte. So, dann bringen wir mal den Arbeitsantrieb. Wir unterstützen das Weltenschiff. Ja, Warp-Kanone brauchen wir nicht unbedingt und mehr können wir gerade auch nicht rufen. Feindliche Bioformen nähern sich. Verteidigung vorbereiten und um Rettung beten. Ihr zerstört dieses Ziel. So, ihr geht mal dahin. Eine solche Bewegung scheint inkonsequent. Wir werden ihr Verderben sein. Du holst noch mehr Warpspinnen. Wir sind auf der Jagd. Angriff durch Feinde steht bevor. Sie sind hier. Ja, ich weiß, dass sie hier sind. Ich werde bereit. Ich übernehme die Führung. Da kommen sie nämlich schon, Giganten. Oh, ein neuer Rundstein. Wir treiben den Schwarm zurück. Hat der da gerade Selbstmord begangen?
Schurikenkanonenteam bereit. Wir müssen den Festlosen fortsetzen. Oh, Absorber. Da kommen wieder Symbionten, guten alten Jeans-Stealer. Na komm. Ach nee. Das sind dann doch langsam ein bisschen viele hier oben. Allein für unsere Autarchen. Da sind Ganten. Oh, und von unten kommen auch noch mehr Ganten. Und von da kommt auch noch gleich eine Welle. So, sorg mal für Heilung. Klappt ja eigentlich alles. Oh, da war wieder was. Die Auszeichnung von Sam Hain. Oh, die Schurikenkanone kriegt was auf den Sack da vorne. Und da kommt von drüben die Armee. Ich stimme zu. Eine gute Position. Das Weltenschiff. Wir haben massiv niedergetrampelt. Ich habe die Last der Infanterie von unseren Schultern geladen. So. Sie werfen wir mal die Ganten in der Gegend rum und zerfetzen sie auch ordentlich. So, wird langsam Zeit, dass hier die Tür aufgeht, dass wir das hier rausschaffen. Ich denke mal, wir schaffen in dieser Aufnahmesession auch noch die andere Sekundärmission. Da kommt wieder ein Angriff. Oh, da ist unsere Deckung weg